Das aktuelle Album von Casey Rebel Banger rebellieren seit dem 3. Mai auf dem Markt. Und dieses Album könnt ihr heute Abend gewinnen. Also gut aufpassen. Die Frage dazu lautet, wie heißt Casey mit bürgerlichem Namen? Ganz einfach, ganz easy. Klapp mal einmal auf. Einmal auf. Einmal, zweimal, dreimal. Und guck mal, was passiert. Ein paar Mal aufklippen. Uff, passe. Uff. Eins. Banger Music. Noch einmal. Uff. Noch einmal. Uff. Noch einmal. Uff. Und dann mit Summer Jam. Uff. Mit dem gehst du auf Tour, ne? Ja. Das heißt, ich habe es nämlich auch gesehen. Und zwar in Hamburg am 31. Mai. Also, für diejenigen, die noch nicht am 31. Mai zu tun haben, ihr habt eh nichts zu tun, also kommt am 31. dahin. Was gibt's noch? Osnabrück, Köln, Lünen, Wuppertal, Weinheim. Aber deine Heimatort gibt's eh nicht, sehe ich gerade. Essen? Jo, wo denn? Das nicht. Ja, weil ich im Dezember schon in Essen war. Also ich achte schon drauf, dass ich nicht in einer Stadt dreimal im Jahr bin. Okay. Ich war letztes Jahr zweimal da. Deswegen, aber vielleicht gegen Ende des Jahres wieder. Es ist ja eher so eine kleine Clubtour, ne? Ich meine, Kaiserkeller ist auch ein, ich kenne ihn ja von früher noch. Ja. Ist auch, wie viele Leute passen da rein? Ich weiß es gar nicht. 500? 600? Ja. Ich glaube schon, ungefähr, müsste so sein. Ja. Ist ein etwas kleinerer Rahmen, ja. Magst du sowas? Also ich finde das richtig cool. Also diese kleinen Locations, die überfüllt sind, da tropft wirklich das Schweiß von der Decke. Das ist schon richtig nicht cool. Nur von der Decke, mein Freund. Nicht nur von der Decke, natürlich auch vom Arsch. Arschwasser gibt es da auch reichlich. Apropos, nee, der Übergang wird schlecht. Aber wir haben eine folgende Matz. Wir waren ja unterwegs und haben jetzt, den Clip spielen wir nämlich gleich vor, das ist ja dein Clip schlechthin, der ja extrem für Furore gesorgt hat, ja, Anhörung. Und auf einmal hohe Wellen, auf einmal, ich habe das Gefühl, ich meine, klar, es gibt keine schlechte Publicity. Das Ding hat ja dich extrem nach vorne gepusht. Wir haben unseren Zuschauern das Ganze mal gezeigt und haben einfach nach ihrer Meinung gefragt. So, was haltet ihr von diesem Videoclip? Findest du den Text? So von dem, was du jetzt mitbekommen hast? Naja, es ist immer themenweise bei Rap und es ist immer allgemein bezogen. Also. Ich kann das nur nicht verstehen, was die Medien machen. Also, dass sie jetzt sagen, so ein großes Spektakel und so, weil er das in Dings gedreht hat, in einer, wie heißt das, im Gericht. Aber Gerichtssaal, ja. Jo, ich meine, er hat dafür Geld bezahlt, dann ist das seine Sache, was er macht. Kennst du seine Single-Anhörung? Ja, kenn ich. Was? Ehrlich? Ja. Hörst du gerade jetzt? Was hältst du denn von der? Ja, ist gut. Wie findest du den Text? Gut. Der Text stößt ja ein bisschen auf Kritik. Kannst du dir vorstellen, warum das so ist? Ja, weil er zu also gewaltvoll rappt und viel beleidigt auch manchmal. Kritisiert halt Staatsbeamte und so. Was haltet ihr davon? Naja, also Kritik äußern darf er ja, ne? Nur ob sie berechtigt ist, ist eine andere Frage. Er kriegt ja sein Geld, von daher. Was meint ihr, ob das Auswirkungen auf die Jugend hat? Ja, definitiv. Also die Jugend ist ja auch extrem so seine Fans, sage ich mal, sind dann auch wie er und sagen, ich muss jetzt auch so denken, ich muss auch so handeln. Passiert, gibt's. Ja. Auswirkungen bestimmt, ne? Also die Jugend ist eh so Anti-Staat. Ne? Von daher ja. Und wie stehst du dazu? Wie findest du das? Was er vertritt, würdest du es auch vertreten oder siehst du es anders? Also ich sehe es natürlich anders, weil er sagt ja, dass der Staat, also die Gesetze ihn nicht richten können, aber ich finde, Gesetze sind was sehr Wichtiges. Und, aber ich finde, die Medien haben das alles viel zu ernst genommen, weil schließlich macht er ja nur seine Kunst, seine Musik. Und ich glaube jetzt nicht, dass wegen dem Clip die Jugend jetzt anfängt kriminell zu werden oder sonst was. Also das wird ein bisschen übertrieben. Wir haben die Telefonnummer leider nicht. Ja, egal. Kann man nichts machen. Wir sind wieder da. Also, durchweg, ich meine, ich muss sagen, zu meiner Überraschung, kann ich sagen, ich habe eher mehr schlechte und negative Äußerungen erwartet, muss ich sagen. Kannst das du sagen die das Leute geht, jetzt. Das, ich, jeder, der diesen Song nicht feiert, hat einfach Vorurteile. Der Song ist, guck mal, ich sag dir jetzt was. Es gibt Rapper, die machen in einer Woche 100.000 Klicks. Wenn die Killer sind, machen die 150, 200.000 Klicks, 300.000 Klicks.
dann bist du aber wirklich schon, dann kommst du schon in die Champions League. Und wenn du anfängst in der Woche 500.000 Klicks zu machen oder so, dann hast du schon einiges richtig gemacht. Aber wenn ein Song in einer Woche 3 Millionen Views hat, dann hast du nicht, einfach nur einen geilen Song gemacht, dann hast du auch irgendeinen Nerv getroffen. Mhm. Weißt du? Und die Frage ist, wie du den Nerv triffst, an welcher Stelle du den Nerv triffst und wie stark du ihn triffst. Ich habe ihn genau an der richtigen Stelle getroffen. So stark geht es gar nicht. Deswegen, die Leute fühlen sich richtig angesprochen, die identifizieren sich damit. Die denken sich, boah, guck mal, genau das, was der sagt, das stimmt, das ist die Wahrheit. Und ich sage nur gute Sachen. Ich sage nur gute Sachen. Die letzte Zeile ist das Einzige, wo die Leute vielleicht sagen, ja, ist ein bisschen brisant, aber ansonsten sind das ja Killer-Sachen, die ich sage. Das, was du sagst, sollten wir uns jetzt mal anhören. Und danach reden wir noch mal explizit über den Song. Bitteschön. Anhörung. Ja, fick die wichtigste. Den Richter, nur Gott kann mich richten. Das ist, glaube ich, das Schwierigste. Aber guck mal, wie ich rausgehe, guck mal. Ja, George Clooney. Denzel. Was denn, nur Denzel oder George Clooney? Denzel. Aber wenn die drei Babos nicht da, dann wirst du auch nicht rauskommen. Ja, das sind meine Cousins. Warte mal, echt Cousins? Wirklich, ja. Ach so, okay. Das sind meine Cousins. Der eine ist Profiboxer, Agit Kabayel. Schöne Grüße an Agit Kabayel. 19 so. Jahre alt. Eine Frage, du sagst, ich will diesen Song jetzt mit dir mal ein bisschen aussagen. Ich habe mich ja dementsprechend vorbereitet, dass ich ja den Text ausgedruckt habe. Ja. Ich dachte, wenn wir schon über den Text reden, komm, dann sollte ich auch wissen. Also, du sagst, weil anders, hast du überhaupt erwartet, dass der Song so einen Hype mit sich bringt? Ich habe erwartet, dass der Song durch die Decke gehen wird. Aber ich habe nicht erwartet, dass die Medien den so versuchen anzufechten. Aber dass der Song, dass jeder den Song lieben wird, das wusste ich. So, und dass die Justiz das nicht lieben wird, wusstest du auch? Ja, ich hätte gedacht, dass die Justiz das gar nicht so richtig mitbekommen wird. Ja, aber die Justiz, guck mal, in der Watz stand ganz groß, dass sich bestimmte Justizangehörige sich dazu geäußert haben und die sagten, ich zitiere, die wüssten nichts davon. Das heißt, die hatten nicht die ganze Infos. Angeblich hättet ihr was verschwiegen. Nö. Die wussten nicht alles, aber nicht, weil wir irgendwas verheimlicht haben oder so. Das, was die von uns erwartet haben, das haben wir erfüllt. Die haben gefragt, was wird das? Das wird ein Rap-Video. Was wird da dargestellt? Eine Konversation zwischen Richter und einem Rapper. Okay, kommt und macht. Das heißt, ihr hattet schon eine Genehmigung für den ganz normalen Dreh, richtig? Ja, die haben ja Geld bekommen dafür. Die haben ja Geld anscheinend... War das nicht gut genug? Vielleicht beschweren die sich deshalb. Ja. Habt ihr vielleicht die Hälfte nicht gegeben, à la Uli Hoeneß oder haben, so? Wir haben schon das Geld gegeben, aber wir haben schon wirklich versucht, geguckt, dass wir das Geld wirklich 10-fach wieder rausholen. Dass wir das so richtig nochmal so auspressen. Das sind doch aber alles Schauspieler, oder? Oder war da irgendjemand echt? Ja, die Polizisten waren echt. Die Polizisten waren echt? Die Polizisten waren echt. Die Richter waren Schauspieler. Und diese drei Rambos sind meine Cousins. Wussten diese zwei Polizisten, die da rechts standen, dass dann drei Rambos reinkommen? Nur zu Ja, siehst du ja. Die kommen rein und die machen so und die wissen doch alles. Die haben die Waffen mitgebracht. Der eine war richtig cool. Quatsch, nee. Ja, die haben die Waffen mitgebracht. Der eine war richtig, voll die geile Sau war das. Grüß, ich weiß nicht mehr, wie der ist. Okay, gut. Also, ich hoffe, der ist seinen Job jetzt nicht los. Man weiß es nicht. Der letzte Satz ist der wichtigste Satz, ja? Nur, du hast gesagt... Wichtig für wen? Ich glaube, dass das mit der Satz war, wo sich die meisten aus der Justizbehörde aufgeregt haben. Ja, war ja so. Okay, wichtig Weil, für die Justiz. Das heißt, ja, okay. Für die Justiz, ja... Aber nicht künstlerisch. Ja, fick den Richter, nur Gott kann mich richten. Ja. So, und dann stehe ich da als normaler Hörer und sage, Moment, dieser junge Rapper namens Casey Rebel hat ja null Respekt vor der Justiz. Das ist meine Interpretation jetzt. Du kannst mich gerne korrigieren. Okay. Hast du einen Glauben? Natürlich habe ich einen Glauben. Okay, wenn du nach deinem Glauben lebst, lebst du dann auch nach dem Gesetz? Ja oder nein? Natürlich, ich lebe auch nach dem Gesetz, ja. Okay, da haben wir es doch. Glaube und Gesetz kommen sich doch gar nicht in die Quere.
Also das heißt, wenn Leute nach ihrem Glauben leben... Das ist für mich noch nicht logisch, ne, was du gerade sagst. Natürlich, warum? Nein. Viele sagen, nein, guck mal, warum regt die das denn auf? Weil die sagen, ey, der lebt nach seinem Glauben und nicht nach unserem Gesetz. Warum lebt der nach seinem Glauben, aber nicht nach unserem Gesetz? Ja, wenn ich doch nach meinem Glauben lebe, lebe ich doch nach deinem Gesetz. Du Vollidiot. Was ist nein, doch, Moment. Natürlich. Nein. Doch, nein, natürlich. Du lässt den Leuten eine freie Interpretation, indem du sagst, nur Gott kann mich richten, bedeutet, ja, im Umkehrschluss, ja, ich überspitze es jetzt. Ich, ja, überspitze es nur. Überspitze mal. Ich überspitze, mach's jetzt Rap-Style und, ja, sage, ich lebe nach der Scharia, fick den Richter. Das bedeutet, das kann es bedeuten. Nicht, dass du es sagst. Ja. Ich sage nur, dass es bedeuten kann. Ja, guck mal. Das meine ich damit. Guck mal, wir kommen, mal abgesehen davon, dass ich aus einem Hip-Hop-Genre komme, wo FDP fickt die Polizei, ACAB, All Cops are Bastards, wo diese Sachen so voll groß aufgetragen sind und ich noch nicht mal danach leben muss. Ich sage einfach nur, ich würde mich selber verleugnen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich, dass Gott mich richten kann, weil so habe ich es gelernt und danach lebe ich, aber ich habe einen gewissen Grundrespekt gegenüber dem deutschen Gesetz und ich denke, es kommt sich nicht was in die Quere. Grundrespekt, guck mal, Grundrespekt heißt, sage ich dir auch, ganz offen, ehrlich, auch jetzt hier vor der Kamera, Grundrespekt ist, ich bin alt genug geworden, auch wenn ich in der Vergangenheit Fehler gemacht habe, ich versuche mich schon danach zu richten. Wenn jetzt irgend so ein Hurensohn zu mir kommt und sagt, ey, das und das und das gefällt mir nicht und ich dem sage, komm, sei ruhig und ich drehe mich um und der hört nicht auf, dann schmier ich dem so eine mit der Rückhand. So eine richtige Zuhälterschelle bekommt er dann. Weil ich lasse mir auch nicht alles sagen. So, weißt du, wie ich meine? Ich habe neben dem Gesetz habe ich auch eine Würde. So, weißt du? Ich habe auch einen Stolz. Und das sind so auch Sachen, die natürlich in Gesetzesbüchern nicht gelistet sind. Okay, dann ist das halt mein Fehler. Was bekomme ich dafür? Sag mal, die Geldstrafe zahle ich. Muss ich dafür ein Wochenende rein? Okay, komm, gehe ich rein. Aber bevor ich meine Würde verliere, nehme ich lieber diesen Weg. Aber ich bin von Grund auf, habe ich schon diesen Respekt. Und jetzt will ich das nochmal abschließen, indem ich sage, das sind alles nur Vorurteile. Weil diese Leute, die sagen, ey, der sagt, fick den Richter, nur Gott kann mich richten. Also stellt er seinen Glauben über unser Gesetzbuch. Die denken, dass ich um 17 Uhr, wenn ich Feierabend habe, vom Studio komme und dann erstmal eine halbe Stunde lang Frauen steinigen gehe. Und dann gehe ich, was weiß ich, diese typischen Vorurteile, die es mir gegenüber oder unserem Glauben gegenüber geht. Aber unser Glauben hat auch nichts damit zu tun. Ich rede nicht von unserem Glauben. Ich bin auch nicht der Gläubigste. Ich bin so totaler Standardtyp. Aber das muss nicht mit meinem Glauben was zu tun haben, sondern das kann auch der Glaube vom Kameramann sein. Bevor ich in die Werbung gehe, muss ich auch noch eine Frage stellen, ja? Wenn du sagst, komm, du sagst, du bist Künstler, richtig? Ich bin Künstler auch. Du bist Künstler. Künstler müssen vorbildlich sein, oder nicht? Bin ich doch. Können Künstler vorbildhaft sein, wenn sie sagen, bis zu einer bestimmten Grenze und dann drehe ich um, gehe hin und gebe ihm eine Schelle? Ist das vorbildhaft? Das ist meine Ansicht. Ich frage dich ja nur. Ich frage nicht, ob das deine Ansicht ist. Hast du ein paar Interviews von mir schon mal angeschaut? Das so einige, klar. Ja, dann hast du wahrscheinlich mitbekommen, dass ich immer sage, ey, ich möchte kein Vorbild sein. Ja, aber ich sage auch immer im Gegenzug, aber es hat nichts damit zu tun, dass jemand nicht sein wenn ihr möchtest. Mich als Vorbild sehen wollt, ja, dann seht mich als Vorbild, weil dann seid ihr immer noch besser mit bedient, als wenn ihr einen anderen Rapper als Vorbild nehmt. Weil zum Beispiel? Als die üblichen Rapper, die du kennst, die mit genau denselben Schlagzeilen in den Medien stehen. Weil die Leute, die bis jetzt Rüpel-Rapper, Skandal-Rapper und blablabla, also die so bezeichnet wurden, ne, standen zu einer gewissen Weise, berechtigterweise mehr in solchen, also standen berechtigter da drin als ich. Weil bei mir ist es total unberechtigt, weil ich habe einen Satz, das sind 76 Zeilen, ne, so habe ich den geschrieben, das sind 76 Zeilen, die ich geschrieben habe, wo zwei brisant sind. Und dann ziehen die diese zwei raus und machen daraus Rüpel-Rapper, Skandal-Rapper, was weiß ich was für ein Rapper, Gerichts-Rapper. Aber wir haben gerade den Song gemeinsam gehört und ich habe dir nach jedem Song habe ich dir gesagt, guck mal, das war positiv, guck mal, das war positiv, guck mal, das war positiv. Und du hast die ganze Zeit so gemacht. Richtig oder nicht? Nicht immer, aber so ungefähr. Ich glaube, wir müssen Werbung machen, Casey. Okay. Ich kriege ziemlich Druck von oben, siehst du? Ich muss auch immer aufpassen. Machen wir Werbung. Aufpassen.
Aufpasse, Werbung. KCs Album ist jetzt auf dem Markt. Seit dem 3. Mai, das Album könnt ihr gewinnen. So, wenn ihr jetzt aufgepasst habt, während des Clips Anhörung ist die Antwort gefallen. Und zwar, wie heißt KC mit bürgerlichem Namen? So, Werbung.